Nach dem Italien-Abverkauf kommt jetzt die Kanada-Rallye. Noch ein kleines Fragezeichen, aber es sieht fast danach aus. Und damit allerherzlichst willkommen, meine Damen und Herren, zum Ausblick auf die Märkte in der neuen Woche. Am Freitag haben wir ja doch ziemliches Chaos gesehen, ziemliche Tumulte gesehen. Italienische Banken massiv unter Druck, italienische Staatsanleihen massiv unter Druck, weil die italienische Regierung praktisch ans obere Ende ihr Defizitziel geschoben hat mit 2,4%. Jetzt ist die Sache einfach die, wo ist das Problem, könnte man fragen. Maastricht definiert doch ein Ziel unter 3%, alles richtig, aber die Vorgängerregierung unter Gentiloni hatte versprochen, wir bleiben unter der 2%, das ist der Grund, warum Giovanni Tria, so heißt er, unter der 2% bleiben wollte, nämlich der italienische Wirtschafts- und Finanzminister, der sich dann am Ende nicht durchgesetzt hat, sondern es haben sich eben die beiden großen Parteien Cinque Stelle und Lega durchgesetzt mit ihren Maximalwünschen und Ansprüchen. Und das hatte dann zu herben Reaktionen seitens der EU geführt, ob als EU-Parlamentspräsident Tajani oder als Währungskommissar Moscovici, die alle gesagt haben, das ist nicht nachhaltig, Leute, eure Schulden explodieren. Das ist nicht tragfähig. Genau das hatte auch der italienische Wirtschafts- und Finanzminister vorher gesagt. Wir müssen unter der 2% bleiben, sonst ist das nicht tragfähig. Jedenfalls erfasste die Märkte doch eine ziemliche Panik, die dann in Europa zu einem Abverkauf geführt hat, während die Wall Street sich gesagt hat, Italien ist nicht unser Bier, sind nicht unsere Banken, die da insolviert sind. Wir haben Window Dressing, wir laufen so ein bisschen nach oben. Insgesamt dann die US-Indizes wenig verändern. Trier, der Wirtschafts- und Finanzminister, hat jetzt in einem Interview gesagt, dass man doch verstehen müsse, Italien werde wachsen durch dieses Programm. Dementsprechend werden dann Schulden abgebaut. Das ist so ein bisschen die Trump'sche Wirtschaftslogik. Du nimmst Schulden auf Pumpe, versuchst dadurch Wachstum zu erzeugen und dann kannst du die Schulden wunderbar abbauen. Wie toll das klappt, das sehen wir bei Donald Trump. Nein, so etwas funktioniert nicht. Klar, es ist begrüßenswert, wenn jemand versucht, Wirtschaft zu stimulieren. Das ist gerade in Italien sehr wichtig derzeit. Aber über Schulden alleine wird das nicht funktionieren. Da muss man schon ein paar strukturelle Änderungen tätigen. Wie auch immer, heute dürfte die Geschichte anders laufen, weil nämlich die Kanada-Rallye kommt, respektive eben die Post-NAFTA-Rallye. Es ist so, dass sich kurz vor der Deadline heute Nacht, Mitternacht der Washington-Ortszeit, die USA und Kanada auf einen Rahmenvertrag geeinigt haben. Es ist noch nicht wirklich ein Deal, Donald Trump hat den schon unterschrieben, aber es ist doch ein bisschen sehr allgemein, was da noch wohl vereinbart wurde. Das soll jetzt USMCA heißen, also praktisch USA, Mexiko, Kanada, nicht mehr NAFTA. Donald Trump hat darauf bestanden, das nicht mehr NAFTA zu nennen. Das ist für ihn ja wie so ein rotes Tuch. Jedenfalls sieht es so aus, dass man diesen Kompromiss gefunden hat. Kanada erlaubt wohl mehr Importe aus den USA in Sachen Landwirtschaft, vor allem Milch. Auf der anderen Seite verpflichtet sich Kanada, ein bestimmtes Limit einzuhalten, was Autoexporte in die USA betrifft. Das sind die positiven für die USA. Kanada hat etwas durchbringen können, was den Kanadiern sehr wichtig ist, nämlich diese sogenannte Chapter 19-Klausel, also die Kapitel 19-Klausel, die es Kanada und auch den USA ermöglicht, bestimmte Dinge sozusagen vor Gericht zu bringen, ein Schiedsgericht entscheiden zu lassen. Und bisher ist Kanada mit diesem Schiedsgericht sehr, sehr gut gefahren. Deswegen wollte man darauf bestehen, um sich sozusagen nicht in die Ecke pressen lassen zu können. Einfach durch die schiere Wucht der USA mithin haben sich die USA also verpflichtet, hier ein gewisses Regelwerk einzuhalten. Siehe da, das ist interessant, während man gleichzeitig die Welthandelsorganisation ablehnt seitens der Trump-Administration. Also hier hat man jetzt etwas gefunden, was bisher noch sehr unspezifisch ist, aber immerhin als Rahmenwerk erstmal da ist. Die Märkte machen Party, sagen sich Hurra, das ist gut. Das ist doch ein gutes Zeichen, dass der Donald wirklich diese Deals machen will und schließen fälschlicherweise darauf, dass dann ja auch die Sache mit China wahrscheinlich gut gehen wird. Nein, das Gegenteil ist der Fall. Es ist vielmehr so, dass Donald Trump jetzt sozusagen an der Heimatfront einen Waffenstillstand geschlossen hat, zuerst mit Mexiko, dann mit Kanada und auch mit der EU einen Waffenstillstand geschlossen hat, um jetzt umso heftiger gegen China vorzugehen. Das ist eine Entwicklung, die sich völlig klar abzeichnet. Die Beziehung zwischen den USA und China ist auf einem Tiefpunkt. Alle Gespräche komplett auf Eis gelegt. Es gibt durchaus Konfrontation im südpazifischen Meer. Da scheinen die Dinge wirklich ein bisschen aus dem Ruder zu laufen langsam, nachdem vor allem die USA
Taiwan wieder sehr stark Waffen geliefert haben. Das ist für Peking ein absolutes rotes Tuch. Und so schaukelt sich die ganze Geschichte nach oben. Erwarten Sie bald, in Kürze, so meine Prognose, dass Donald Trump dann die Restzölle, nämlich auf diese restlichen 267 Milliarden Dollar, dann erheben wird. Aber noch sind wir nicht so weit. Aber genau das ist das, was kommen wird. Und die Märkte schließen eben fälschlicherweise, zumindest nach meiner Ansicht, darauf, dass eben jetzt hier wirklich Deals gesucht werden sollen. Nein, es ist sozusagen der Waffenstillstand, der einen Zwei-Fronten-Krieg vermeidet, damit man alle Waffen sozusagen an die eine entscheidende Front bringen kann, nämlich die China-Front, denn da geht es darum, die Hegemonie zu verteidigen und den aufstrebenden zweitstärksten Junge auf dem Schulhof weiter unterdrücken zu können. Wie auch immer, schauen wir uns die Märkte mal an. Was hat das jetzt mit den Märkten heute gemacht in Asien? Wir starten zunächst aber mal im Devisenbereich Dollar, Canadian Dollar. Da sehen wir, dass der kanadische Dollar deutlich zulegt, der US-Dollar verliert. Das zeigt, dass die Sicht der Märkte positiv ist für Kanada, dass man sagt, das ist gut für Kanada, denn Kanada ist ja sehr, sehr abhängig, was den Export betrifft. 3/4 aller Exporte gehen in die USA, dementsprechend aufatmen bei denjenigen, die es mit Kanada halten. Deswegen wertet der Canadian Dollar zum US-Dollar auf. Aber schauen wir uns die Situation in Asien erstmal an. Hier sehen wir einen leicht freundlichen Nickel, nicht so wirklich überschwänglich. Heute China, Festland China und Hongkong geschlossen. Japan leidet ein bisschen unter dem Tankan-Bericht. Das ist so eine Art Geschäftsumfrage. Drittes Mal in Folge negativ oder rückläufig. Das gab es noch nie seit der Finanzkrise. Handelskrieg-Thematik auch in Japan durchaus mit der Skepsis gesehen. Jedenfalls hier also keine Euphorie. China, wie gesagt, geschlossen. Wir hatten jetzt aus China die Einkaufsmanager-Indizes, die im Dienstleistungsbereich ordentlich waren, aber im produzierenden Sektor, also der Gewerbesektor, bei 50,0, damit gerade so sozusagen neutral, nicht wachsend, nicht schrumpfend. Und das ist ein Alarmsignal, dass es da in China in Sachen Produktion doch durchaus ungemütlich wird. Wie auch immer, was wird das alles mit dem DAX machen? Die Vorgaben sind positiv, fast, sodass der deutsche Leitindex deutlich höher wird starten können, so im Bereich, naja, sagen wir mal 12.290 nach aktueller Indikation, also doch deutlich höher, als wir am Freitag noch mit Italien-Sorgen aus dem Markt gegangen sind. Wir haben diesbezüglich eine Sonderausgabe des Trade des Tages bei finanzmarktwelt.de. Schauen Sie sich das mal an, da hatte Rüdiger Born so ein bisschen das antizipiert und gesagt, ja, ja, ist schon natürlich ein ziemlicher Schlag ins Kontor gewesen, aber da ist durchaus noch Hoffnung, da kann durchaus was nach oben kommen und so sieht es genau aus. Also Sonderausgabe hier zum DAX vom Freitag, der Artikel, der ganz oben ist, da mal reinschauen. Und wir haben dann heute zwischen 9:30 um und bei ein neues frisches DAX-Signal, das Sie kostenlos generieren können, indem Sie sich einfach anmelden, kostenlos, unverbindlich. Das sei Ihnen empfohlen. Da werden wir vielleicht mal sehen, wo die Reise hingeht für den DAX. Also da reinschauen. Was wird das bedeuten? Wir haben jetzt hier diesen Abwärtstrendkanal und könnten jetzt erstmal darüber springen, dürften aber wohl so ein bisschen kämpfen eben um diesen Abwärtstrendkanal, den wir ja überwunden hatten und dann wieder reingefallen sind am Freitag mit dieser herben Bewegung. Schauen wir uns Nasdaq an. Der wäre jetzt ziemlich genau am Top, an seinem Allzeithoch, die US-Futures sind deutlich höher. Wir sehen das auch beim Dow Jones 26.627, der S&P 500 bei 2.929. Wir haben Euro-Dollar unter der 1,16er Marke, auch natürlich noch beeindruckt durch diese Italien-Story. Wir sehen den Dollar-Index 94,82. Gold ist bei 1.188, bewegt sich also wenig vom Fleck. Silber mit dieser steilen Rallye am Freitag ohne Gründe. Wir sehen den Ölpreis über der 73er Marke, ungut für Schwellenländer, was WTI betrifft, und Brentöl bei 83,15 $. Also, es gibt jetzt erstmal Erleichterung. Die Frage ist, wie weit hilft das dem DAX? Den Amis wird es helfen, denn das ist wirklich relevant für die Amerikaner, für amerikanische Unternehmen, das ist wirklich ein Punkt für den DAX. Naja, der ist natürlich eher fokussiert auf Italien als irgendwie auf Kanada. Das ist ein bisschen weiter weg. Deswegen dürfte das hier mit angezogener Handbremse erstmal beginnen, nach oben beginnen.
Ja, da ist eine gewisse Erleichterung, aber das Thema Italien wird bleiben. Es wird diese Auseinandersetzung zwischen der EU und der neuen italienischen Regierung bleiben. Das dürfte immer wieder für Nervosität sorgen. Möglicherweise haben jetzt die US-Märkte nochmal ein Hurra vor sich. Der DAX, wie gesagt, könnte das mit angezogener Handbremse nachvollziehen, wirkt aber nach wie vor durchaus angeschlagen. Ich wünsche jetzt einen guten Start in diesen Tag und sage nochmal Trade des Tages, Sonderausgabe und DAX-Signal. Mehr brauche ich nicht sagen und sage ciao.